Dann hat man mir gesagt, die hatte Nasennebenhöhlenentzündung. Du kannst nichts dafür. Ach so. Ja, super Trost. Ich habe mich letzte Woche nämlich auch gefühlt wie ein Haufen Scheiße, als Charlotte Max Herre fertig gemacht hat. Ich habe die Sendung letzte Woche nicht gesehen. Was hast du ihm genau gesagt, dass du seine Musik nicht magst oder was? Oder dass er doof ist? Oder dass die Texte, die neuen Texte, schlechter sind und dass die ganze Redaktion aber wenn hier das so findet, ist, dass wenn er das so ist, früher waren ja die Texte besser, fanden wir alle. Und jetzt sind die schlechter geworden und dann habe ich gefragt, ob vielleicht früher die Texte geschrieben wurden. Von jemand anderem. Für ihn. Ja. Ist eine ehrliche Frage. Ich finde, sowas kann man ruhig mal fragen. Weil dann kann man ja auch zum Beispiel sagen, nee, das ist nicht so, Charlotte. Du blöde Sau. Kann man ja zum Beispiel sagen, dann ist ja auch gut, aber da ging es richtig ab. Ich finde, dass Musiker generell von allen, die man so vermeintlich interviewen könnte, die größten Befindlichkeiten haben. Absolut. Du bist auch vollkommen recht. Aber du bist auch ein Sensibelchen eigentlich, ne? Nee, bin ich überhaupt nicht. Ich kritisiere auch andere Musiker und die machen mich dann so fertig. Ich habe mal gesagt, dass ich Juli so voll scheiße finde. Und da kam die Sängerin zu mir. Das ist aber nicht so, wir müssen genug einstecken in unserem Leben. Ich so, mir doch egal. Ich finde scheiße. Ich muss auch viel einstecken in meinem Leben. Und dann hat die mit mir so... Ja, wir finden das nicht gut, dass du so redest mit uns und so. Und dann meine ich, na und? Ich finde, es ist wichtig als Musiker, dass man immer noch auch Fan ist. Wenn du nur noch Musiker bist und keine Kritik erträgst. Es gibt genug Leute, die zu mir sagen, ich bin irgend so ein alberner Vogel. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber viele nehmen mich nicht ernst oder finden das doof. Damit musst du einfach leben. Wenn du dich in die Öffentlichkeit stellst und was singst, dann wird das nicht jeder geil finden. Und du musst lernen, damit zu leben. Aber trotzdem darfst du auch selber als Musiker sagen, was du gut und scheiße findest. Und das machen viele nicht. Finde ich auch. Und du hast ja noch das Glück, dass Max Herre ja so ein ziemliches Hemdchen ist und nicht eine Armada von Schlägern noch hier mitgebracht hat. Bushido-mäßig. Ja, weil nämlich ich habe einmal gewagt, bei MTV Bushido zu kritisieren. Und ein paar Wochen später war der Echo und plötzlich standen vier so Kleiderschränke vor mir und haben gemeint, pass mal auf, du kleiner Scheißer. Wenn du nochmal sowas sagst, dann gehst du hier nicht lebend raus. Und ich so, was? Und das ist voll schlimm, dass so asoziale Typen so eine Assi-Lobby sich gebaut haben und man traut sich nicht mehr, was zu sagen. Das ist so. Und ja, das ist das Allerschlimmste. Das ist auch so... Wenn du irgendwie einmal nur sagst, die bösen Onkels, das ist der dümmste Rotz an deutscher Musik mit geh dein Weg, bleib immer stolz und so, das sagst du einmal. Und dann schreiben dir 50 Leute auf Facebook, ey, die haben auch andere Texte und die waren nicht immer rechts. Das ist egal, ob die rechts waren oder nicht, die sind einfach scheiße. Das ist einfach eine dumme Art von Musik. Und sobald du das machst, ja, und sobald du das sagst, kommt da so 150.000 Assis, weil es gibt halt nur mal mehr Arschlöcher als gute Menschen auf diesem Planeten. Das ist Fakt. Und dann musst du gegen die Arschlöcher alle kämpfen. Deswegen muss man sich ab und zu zurückziehen, weil die kommen alle an. Ich bin zum Beispiel ein riesiger Rammstein-Fan, um es kurz zu erzählen. Aber die Leute, die auf dem Konzert sind, die wissen nicht mal, wie man eine Banane öffnet teilweise. Das ist so. Na, und die Band ist voll geil, aber dann gehst du da hin und dann stehen da so Leute, die denken, das ist echt, die brennen wirklich in ihrem ganzen Leben und so. Ne? Und das ist so schlimm. Und du darfst heute nichts mehr sagen, weil wir leben in einer Zeit, jetzt kommen wir wieder zurück zur Religion, wo die viele Menschen, ich muss mal kurz ein menschliches Plädoyer halten. Ja, sehr gut. Also, viele Menschen wissen nicht mehr, woran sie glauben sollen. Religionen verschwimmen immer mehr und dann glauben sie in irgendeine Kackband und glauben, dass die Band ihr Leben ist und so. Das ist viel schlimmer noch als Religion, weil niemals wird der Sänger der bösen Onkels dir dein Leben richten können. Das verspreche ich euch, ganz ehrlich so. Ne? Und das ist einfach so schlimm, dass Leute das so als Lebensinhalt sehen. Ich finde einfach, Musik ist ein gutes Ding, um dein Leben zu unterstützen und du solltest das nicht zu ernst nehmen. Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe, aber ich wollte schon lange sagen. Das ist doch deine Erfahrung. Also du warst ja schon beim Musikfernsehen. Egal, sorry, ja.